Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Real Talk auf dem Kanal Der Kenner. Geil sind wir da, Mann, auf jeden Fall. Wie ich gesehen habe, die Leute interessiert die DC Stories. Ich glaube, die meisten wissen auch, dass die Etikette, ich mache ein bisschen weisiger den Sound, das ist mir noch ein bisschen angenehm, glaube ich, für euch so. Ich glaube, die meisten wissen, dass die Etikette sich ein bisschen unterscheidet vielleicht von anderen Orten oder von anderen Städten in der Schweiz. Also, die Etikette ist vor allem auch bekannt dafür, dass halt die Leute, die von die Etikette sind, oder früher sind sie auf jeden Fall gewesen, sind ja sehr stolz drauf und ja, die Leute kreien umeinander und tönen was auch immer. Und ja, ein zentraler Punkt eigentlich von jedem, der in die Etikette aufwohnt, ist die Oberstufenzeit. Weil dort geht man dann entweder ins Zentral, schon aus Zentral in die Schule oder ins Luberzen. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das Schule aus Zentral das berüchtigte, oder das berüchtigerte, meine ja, berüchtigtere Schule ist in die Etikette. Auch nur schon vom Ruf, Leute sagen, es war mal ein Gefängnis und so. Das stimmt nicht ganz, es war kein Gefängnis, es war mal eine Kaserne gewesen. Ich glaube im Zweiten Weltkrieg oder so oder was auch immer, also es war mal eine Kaserne gewesen. Auch darum die Form, das Gebäude und so, es erinnert schon an ein Gefängnis. Und jeder, der dort in die Schule ist, weiss, früher ist es schon ein rechtes Schlachtfeld gewesen. Und ja, ich habe mir überlegt, ich erzähle euch mal ein paar Geschichten von früher. Ich habe nur, das ist ein kleiner Ausschnitt von all den Geschichten, die man erzählen könnte. Darum, wenn dir das Video gefällt, beziehungsweise wenn dir so Content gefällt, Real Life Stories, Real Talk, dann ja, man, lass einen Kommentar da, mach alles, subscribe, du weißt es, man, Glocke und etwas. Zentralschulhaus, man. Berühmt-berüchtigtes Schulhaus, man. Heute ist es gar nicht mehr, im Gegensatz zu früher, wie ich gehört habe. Und dadurch, dass ich sage euch ehrlich, bis ich in die Schule, ich war Schweizer dort, sozusagen, der Schweizer, obwohl eben, ich bin ja eigentlich auch halb Italiener, wobei in meiner Sek A bin ich eigentlich als halb Italiener der einzige Schweizer gewesen. Also von dem her nur so als Eindruck, wie das war in der Sek A, bin ich der einzige Mann gewesen, Schweizer als halb Schweizer. Gut. Ich erzähle euch jetzt ein paar Geschichten vom Armando, Mann, Legendo. Zentralschulhaus Legendo für den Fall. 27. Oder 24 geile Zettel hat er kassiert, man. In diesen 3 Jahren oder in diesen 3 Jahren Zentralschule, wo er war. Bei 3 geilen Zettel hast du eigentlich ein Problem. 24 hat der Junge geschafft, man. Unglaublich. Und zwar, man, er war einfach immer auch einer gewesen, er hat immer aufgemuckt. Immer, und die Geschichten von ihm, die sind sogar eben so berühmt, dass ich sie euch erzählen kann. Und zwar hatten sie mal eine Lehrerin gehabt. Also beziehungsweise nein, sie haben eine Lehrerin gehabt, eine Junge, das ist ihre Lehrerin, das ist die Lehrerin von dieser Klasse und die hat sie im Griff gehabt, weil sie war auf ihrer Wellenlänge und sie hat es gecheckt und okay. Aber die hat mal müssen für einen Monat weggehen. Und dann ist als erstes mal so eine Aushilfslehrerin gekommen. Die war klein gewesen. Die war relativ klein gewesen. Und sie hat gewusst, ich komme auf die Etikette jetzt mal. Wahrscheinlich hat man sie auch gewarnt gehabt. Und ja, auf jeden Fall ist sie gekommen und sie hat wahrscheinlich sich vorgenommen gehabt, ich gebe jetzt den Tarif durch da, Mann. Ich muss jetzt gerade die erste Stunde, ich muss gerade jemanden nehmen und dann zusammenschiessen. Sie sind laut gewesen, klassisch laut gewesen. Ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt hier ein Schüler von dieser Klasse und eben, ich bin auch relativ gross. Die Lehrerin war klein, sie war richtig klein. Dann waren alle alle am Tumtun. Und sie hat das nicht gewusst und sie hat genau den verwünscht, der eigentlich sonst nicht so dumm tut. Er hat auch ein bisschen geredet und so. Und sie kommt zu ihm da an. Jetzt bist du ruhig und so. Einfach zusammengeschissen. Wer ist am Reden?
Und ganze Klasse kann vergrölen, Mann. Ganze Klasse kann vergrölen, könnt ihr euch vorstellen. Die Leute auch, so wie so weit sind sie gegangen, dass sie einfach gesagt haben, so wie, wenn sie vorher sind und so sagen, hört ihr etwas und so, hört ihr etwas und so, wer ist am Reden und so. So weit haben sie getrieben, dass sie mal, dass sie zusammengebrochen ist, in der Stunde dort am Boden, vorne bei der Tafel. Was machen die Leute, die Frauen, dass alle Frauen zu ihrem Gang sagen, hey, hört auf und so, ihr habt übertrieben, hört auf und so. Und die Primitive, da, Armand und seine Kollegen sagen, Mann, was, man, schau mal die, man, so klein, wo die wird Lehrerin werden am Brüllen und so, man, was spinnt die und so, man. Alter, man, und die haben gesehen, wie die Leute am Grölen aus vollen Kehlen und so, Alter. Hey, man. Auf jeden Fall. Ist dann die noch am Donnerstag, am Montag hat sie angefangen, am Donnerstag ist sie schon nicht mehr gekommen. Ja. Und dann haben die Leute irgendwie so für ein paar, für ein, zwei Tage einfach keine Schule gehabt, Mann. Die haben einfach keine Schule gehabt. Und, oder für sogar länger, 4-5 Tage, glaube ich sogar. Und dann ist einfach ein anderer gekommen. Ist einer gekommen, anscheinend 2 Meter gross. 2 Meter gross. Und die Leute, Armando, mir haben gesagt, cool, ich hatte gedacht, jetzt ist sie mit uns und so. Und muss man schnell hier auf den Spickzettel schauen, ja, das fängt gerade so an, stimmt. Also, dann war die erste Runde und ey, alle am Hocken und so. Und der hat erzählt, ja, ich bin der und der, von dort. Haben wir noch Fragen? Und der Armando, aller Ernstes, man, steckt er auf, wird er dran genommen. Ja, Armando. Sie, sind Sie eine Missgeburt? Wie bitte? Sind Sie eine Missgeburt? Was? Dann haben sie gesagt, ist keine Missgeburt. Ist eine Missgeburt. Habe ich mit jetzigen Slang nachher noch fragen. Ist keine Missgeburt. Ja, der Lehrer. Komm mal dafür. Na, der Armand am sagen Kuku und hat gesagt, ich habe gemeint, er schlägt mich jetzt, Mann. Er ist 2 Meter groß, stell dir vor. Sagen, jetzt ist er ein bisschen scheiße. Und sagen, wieso fragst du mich das? Und sagen, wieso sagen sie mir das? Ja, schauen sie mal, wie gross sie sind, Mann. Sie sind doch ein Missgeburt. Der Lehrer am sagen, nein. Ich habe Haferflocken gegessen. Alter, stell dir vor, der Armando schaut die Klasse an, wo er das gesagt hat. Ich habe Haferflocken gegessen. Schaut der Klasse an. Und ihr könnt euch selber denken, was sie gemacht haben. Und ihr könnt euch auch denken, was sie denn gewusst haben, was das für einen ist, wenn er sich das gefallen lässt, dass der Armando ihm einfach als allererstes gerade missgeburt hat. Ja, Mann. Das ist ein kleiner Ausschnitt, was abgegangen ist im Zentimann. Es gibt noch ganz viele Geschichten. Ich muss nur noch ein bisschen besser nachdenken. Und ihr wisst, was das heisst. Peace!